Moin, moin Freunde, hier ist der Bambam und hier ist die erste Highscore Tierstufe 3 EP-Wahn im November 2018. Das ist ja der letzte Monat und ja, der gute Peter Pan 1811 hat mir die Runde hier geschickt im Panzer S35, der deutsche Premium Tier 3 Medium Panzer. Könnt ihr euch kaufen im Shop, solltet ihr euch auch kaufen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das Ding ist nämlich ziemlich geil. Ist so ähnlich wie der B2 auf Tier 4. Panzerung vom Feinsten. APCA-only ist das Ding, eine Macht, sage ich jetzt mal. Er hat hier 50 Granaten AP dabei. Mal gucken, mal gerade 47mm Kanone mit 55 Durchschlag. Eine APCA schießt hat er knapp 100 Durchschlag, also 90, um es genau zu sein. Tafel Schokolade hat er dabei, Scherenfernrohr und Tarnnetz. Ich tippe mal ganz stark, weil, finanztechnisch hat er das Scherenfernrohr. Also ist es bei mir immer, ne? Das Gretchen sind nicht gerade hier. Das Gretchen ist unterwegs. Okay, ihr habt gesehen die Punkte. Es ist ja im November jetzt bei Tierstufe 3 Kills ausgelost worden. Das heißt also, für jeden Kill kriegt ihr eine Huni extra. Und jetzt gucken wir mal, wie sich die Punktzahl hier in dieser Runde zusammensetzt. Wir machen erstmal die Kartennummer auf normale Größe, sodass man, so wie ich sie immer han, sagen wir es mal so, dass man alles gut erkennen kann, weil Karte zu lesen ist das A und O in diesem Spiel. Wir gehen in seine Sicht drin und da sind wir jetzt. Die ersten 100 hat er gerade mal ingetütet durch den Schuss. Zack! 100 EP haben wir schon mal. Jo, er ist Top-Tier auf der Karte Kloster. Die Mitte ist schon verloren, wie man sieht. Und er fährt halt eben einfach weiter, ne? Das Ding ist auch eigentlich so, wer bremst, verliert. Immer Gas, 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 ne? So, und je nachdem, was man da... Auto-Aim. Jetzt gucken wir mal. Da kommt der LT, kommt sogar durch. Und dann war es das aber auch. Zweiter Kill, 200 Punkte. Wie viel Artis? Es gibt zwei Artis pro Seite. Deswegen ist er auch hier jetzt noch ein Stück zurückgefahren, wie es aussieht. Aber er fährt jetzt wieder weiter. Sie liegen hinnen. Die Gegner sind also, so wie es aussieht, in der Mehrzahl über die andere Flanke gefahren. Das heißt also, er muss jetzt hoffen, dass er überhaupt noch was für die Flinte kriegt. Sagen wir es mal so, ne? Für den Kill-Booster noch ein bisschen hochzuschrauben. Unerdienlich erhoffen, dass er nicht zu spät im gegnerischen Cap ist. Aber so wie es aussieht, sein Team ist eigentlich gut gerüstet. Ein Panzer 38H haben sie noch hinten in der Base drin. Das ist ja auch ein Panzerungsmonstrum. Also er fährt doch sehr vorsichtig, muss man sagen. Ne? Er fährt vorsichtig. Lässt jetzt hier den Panzer 2 vorfahren. Oben kommt noch ein 38er und ein T26 GFT. Der 38 wird just in diesem Moment blau. Warum auch immer. Idiot, schreibt jetzt der T26. Ja. Schießt der jetzt den T26 runter? Oder was ist da los? Wie alt bist du? Schreibt er im Chat. Guckt euch das mal an. Da hinten ist Sinas. Da hinten ist Sinas. Ja. Ich schalte mal nochmal zurück. Es ist halt. Ja, jetzt hat der IKV hat den T26 rausgeschossen. Da wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen geflamed. Tippe ich mal ganz stark. Da steht 7-6. Der Killer 3000 fordert. Der Killer 3000. Der AMX-38, ne? So, und jetzt ist er hier gleich im Cap drin. Also in der gegnerischen Base, sagen wir es mal so. Da haben wir noch ein paar Gegner. Ist ein bisschen, ich weiß nicht. Es scheint ein bisschen schwierig zu sein, die Gegner anzuvisieren für ihn. Vielleicht hat es Gretchen auch schon das eine oder andere Fläschchen Urpilz getrunken. Gucken wir doch mal. Es ruckelt auch ein kleines bisschen. Merken wir das? Ah, gucken wir doch. Da haben wir eine Arti. Da hinten in der Eck. Die Su 26. Und komm schon. Jetzt haben wir sie doch. Zack. Kill Nummer 3. Wir haben 300 EP extra. Es steht 10-7. Leute, das hatte ich aber fast den Kopf nach rechts ein bisschen rüber geholt. Also das ist mal ja so dermaßen am Ohr vorbei geschrubst. Geschurpst.
Mein lieber Mann, mein lieber Mann, mein lieber Mann. Kann ich nur entzahnen. Da kommt dann so ein Typ, weißt du? Und er meint, er könnte mir mal so richtig schön in die Fresse rein. Boah. Verstehst du? Aber ich lass ihn nicht mit mir machen, verstehst du? Genau. Ich hau dem selber mal eine rein. Da haben wir aber noch jemanden, der macht der Molly. Ich hau dem selber eine rein. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Und jetzt rammt er den. Und beide gehen hier drauf. Unglaublich. Aber das war Kill Nummer 5. 500 EP extra. Und ich habe mich jetzt gerade noch gewundert, warum er hier nicht weggefahren ist. Oder konnte er nicht reparieren. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich war so fasziniert davon, dass er einfach hier stehen bleibt und dann nur auf den Gegner geguckt. 13-9. Also ein Sieg wird es mit Sicherheit kennen. Ich hoffe, er schaltet hier nochmal um auf ein anderes Fahrzeug. Nicht, dass wir jetzt hier die ganze Zeit den Wracks zugucken müssen. 523 Damage hat er gemacht. Ja, er schaltet nochmal um. Gucken wir da. Da ist der Teamkiller, der steht ach da rum, der macht gar nichts mehr. Oder der ist gekickt gen. Das könnte natürlich auch sein. Der hat so oft auf den anderen Geschoss, da haben sie ihn gekickt. Und deswegen steht das Fahrzeug jetzt noch hier rum. Das könnte natürlich sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja. The Killer 3000. Naja. Wie sieht's aus? Schalten wir um. Es steht 13-10. Soll das hier noch einmal kippen, das Spiel? Fuck you, AMX. Aha. Mein lieber Mann, mein lieber Mann, mein lieber Mann. Ich würde sagen, wir lassen das mal noch ein bisschen vorlaufen. 13-11. Mal gehen wir auf zweifach. Ja, es gibt hier noch einen Free Kill für den T2 Lite. Was macht er? Natürlich, ach, schön mit anzusehen. Ne? Ich habe eine zweifache Geschwindigkeit, Freunde. Er lässt ihn stehen. Er lässt ihn stehen. So, und der gute Peter Pan schaltet hier einfach nicht um aufs Match da vorne, dass man sich das angucken kann. Es war fast durchgekappt und T2 Light hat nochmal die Cap rausgehauen. Aber jetzt ist das Ding durch. Ja. Peter Pan, 15-11 gewinnt sein Team. 5 Kills hat er gemacht, also 500 EP extra. Geh mal direkt in die Auswertung, würde ich sagen. So, Leute, das ist die Auswertung. Das Gretchen von der Saar. Also, wer es nicht gewusst hat, Peter Pan ist Saarländer. Und nicht nur deswegen habe ich das Ding ausgewählt, sondern weil ich sonst nichts hat. Bis jetzt hat keiner was hingereicht in Tier 3. Und solange wie das so bleibt, hat er die Highscore. Und zwar mit dieser Runde hier. 5 Kills bringen 500 EP, Teamscore 600, Grund-EP sind 1100, damit hätten wir den Highscore. 10 Schuss, 10 Treffer, 9 Durchschläge, ohne Premium spielt er. Ja, ne, hätte er mit Premium gespielt, wären es sogar 900 gewesen, gucken wir hier. Tja, schade, ne, dann wären es 1400 für den Highscore. So sind es 1100, mal gucken, vielleicht knackt es ja noch einer. Ansonsten... Wo ist denn hier der Spezialspezialist? Killer 3000. Was ist denn das für eine Type? 6 Schuss. Ja, unglaublich. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gutchen. Pascucci hat auch noch mitgeholt. Schön. Ich bedanke mich natürlich bei Peter Pan fürs Einsenden und ich wünsche euch viel Glück. Die 1100, die müssen wir jetzt erstmal knacken, ne? Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Baumbaum. Tschüssikowski.